Ja, herzlich willkommen bei UbiTestet. Ich habe für euch heute aus meiner Sicht der Dinge den BMW X3. Die dritte Generation BMW X3 steht vor uns oder respektive hier vor mir jetzt aktuell. Und da ist der Schlüssel dazu. Wie wir sehen, sehr, sehr klassischer, typischer, neuer BMW-Schlüssel, den wir haben. Das ist übrigens ein BMW X3 20D als X-Line-Variante. Die X-Line-Variante steht für diese silbernen Applikationen, die wir haben. X-Line möchte einfach ein bisschen Offroad-Feeling nochmal dem Kunden näher bringen. Das sehen wir jetzt eben an diesem Unterfahrschutz, der hier angedeutet ist. Die Nieren sind deutlich größer geworden als beim Vorgänger. Wir haben jetzt hier auch Voll-LED-Scheinwerfer serienmäßig, allerdings nicht adaptiv. Adaptiv ist es dann erkennbar an den Octagon-Tagfahrlichtern. Die Seitenlinie, ja, klassisch SUV. BMW beherrscht es, wie gesagt, in der dritten Generation. Die obere Mittelklasse im Premium-Segment. Der X3 ist deutlich gewachsen gegenüber den Vorgängern. Besonders auffällig, wenn man sich die erste Generation daneben stellt. Der wirkt dagegen fast wie ein Kleinwagen. Wir sehen hier wieder die X-Line zugehörig, da unten die silberne Applikation am Schweller und am Airbreather hier links. 18 Zoll Räder sind hier übrigens montiert. Schaut ganz ordentlich aus, gefallen mir sehr, sehr gut. Ist auch die Standardbereifung, die jetzt hier drauf ist. Ganz neu übrigens. BMW geht jetzt auch auf einzelne Abgasendrohre rechts und links. Das ist auch beim 20D jetzt mittlerweile so. Der 30D hat identische Abgasanlage. Da unten spitzelt so ein bisschen der Agrarhaken raus, der hier drinnen verbaut ist. Übrigens, wenn wir uns das Ganze mal genauer anschauen, die Rückleuchten sind sehr, sehr groß geworden. Also das sind wirklich sehr voluminöse Rückleuchten, sind aber auch sehr, sehr schön ausgearbeitet, wie man hier sehen kann. Die sind tatsächlich dreidimensional ausgearbeitet, macht dadurch auch wirklich nochmal was her. Aber ja, nicht jeder mag diese Heckansicht, eben aufgrund dieser voluminösen Rückleuchten. Der Kofferraum öffnet elektrisch serienmäßig. Dahinter verbirgt sich ein wirklich großer Kofferraum, aber wer jetzt natürlich ein Familienmensch ist wie ich, der wird damit schon ab und an seine Grenzen stoßen, das ist ganz klar. Die Ladekante ist sehr hoch, man muss wirklich die Sachen hier relativ weit nach oben wuchten. Dann haben wir hier noch einen doppelten Ladeboden unten drunter. Da passt noch eine Reisetasche hin, habe ich festgestellt. Hier übrigens, wo das Trennnetz liegt, kann man auch das Heck, also das Rollo für die Gepäckablage hineinlegen. Das ist zumindest ein bisschen mitgedacht. Das hier ist insgesamt sehr, sehr robust. Auch der Teppich ist ganz gut. Wir haben hier Verzurrösen, die wir verschieben können, optional. Die Lehnenentriegelung haben wir hier, tatsächlich Fernentriegelung. Wie wir sehen, der Kofferraum oder die Rücklehne ist dann im Verhältnis 40, 40 und 20 umlegbar. Das sehen wir hier, dann dieses ausziehbare Rollo, rastet hier sehr, sehr schön ein. Ja, macht einen guten Eindruck, solide. Hier wieder das Übliche, hier wird dann tatsächlich der Laderaum beschränkt, wenn man sich das Ganze anschaut, aber ordentlich ausgeformt, da fehlt sich nichts. Also machen wir hier zu, dann schauen wir auf die Rückbank einmal. Ich habe jetzt zwar keinen Maxi-Cosi Milofix für euch installiert, dennoch, der passt hier ohne Probleme hin. Es ist auf alle Fälle, das sieht man jetzt schon, etwas enger hier hinten im Fußraum. Wenn man dann Platz nimmt, für mich mit 1,78 geht es da im Kniefreiraum gerade noch ganz gut aus. Kopffreiheit dank fehlendem Panoramaglasdach ist auf alle Fälle vorhanden. Übrigens, hier sehen wir, wie die Isofix-Sachen sind. Die klappen einfach hier weg, also sehr, sehr praktisch. Dann haben wir hier noch eine Mittelarmlehne mit Getränkehaltern, die ausklappen. Einwandfrei. Hier übrigens ein kleines Klimabedienteil, was wir hier hinten noch haben. Mit Luftausströmern, also da fehlt sie nichts. Dann haben wir noch kleine Netze. Und auch hier in den Türtaschen haben wir ein, gute Ablagemöglichkeiten. Die gehen tief runter, sind nicht ausgekleidet. Sehr, sehr schade. Sehr schön, solche kleinen Details, die BMW mittlerweile einpflegt. Hier ein X oder aber hier oben haben tatsächlich auch ein X3 eingebrannt sozusagen in den Stahl. Sehr, sehr schön.
Schauen wir nach vorne und dann erkläre ich euch jetzt gleich noch, wie es hier im Innenraum ausschaut. Dann haben wir hier außerdem auch wieder so ein schönes X drinnen. Hier unten den X-Line-Schriftzug. Sehr, sehr schön. Übrigens, das sind die Sportsitze, die hier verbaut sind mit dem Leder. Was man beim Leder sieht, es nimmt schon relativ schnell die Farbe an. Der Wagen ist nagelneu fast, hat jetzt nur 3.500 Kilometer runter, aber von den Jeans-Abfärbungen haben wir jetzt schon mal sehr, sehr deutlich zu sehen. Also nehmen wir einmal Platz. Ja, ich habe es mir jetzt einmal schon so ein bisschen gemütlich mal gemacht hier im Innenraum vom X3 und was wir sehen ist auf alle Fälle das typische BMW-Cockpit. Das muss man ganz klar sagen, ein BMW-Cockpit ist in meinen Augen grundsätzlich immer sofort zu erkennen, weil es schon einfach sehr zum Fahrer so ein bisschen hin orientiert ist, hier mit der Mittelkonsole. Es ist alles typisch BMW, sauber gegliedert, klar aufgeräumt und macht einfach auch einen sehr hochwertigen Eindruck, was die Materialien hier angeht. Wir haben hier überall Soft-Touch-Oberflächen, ganz klar. Hier haben wir eine Edelholz-Applikation, wir haben hier noch Chrom drinnen und hier haben wir Galvanik-Applikationen drinnen. Hier unten übrigens auch wieder ein schöner X3-Schriftzug, der hier unten drinnen ist. Das ist übrigens, kann man das auch zumachen, das ist ein großes Rollo. Da ist übrigens die Induktivladeschale für das Smartphone, was wir da reinlegen können. Dann machen wir jetzt aber mal den Motor einmal an, damit hier alles läuft ein wenig. Wir sehen hier übrigens das voll digitale Kombi-Instrument, was Aufpreis kostet. Wir haben hier das M-Sport-Lenkrad verbaut, ebenfalls Aufpreis, ganz klar. Würde ich aber jedem empfehlen, weil es sehr, sehr schön dick aufgepolstert ist. Nur eine kleine Empfehlung, gerade jetzt im Winter merkt man es. Bitte diese Lenkradheizung zu ordern. Da werden hier noch ein Knöpfchen, denn es ist doch sehr, sehr schnell recht frisch hier. Das volldigitale Kombi-Instrument ist zwar auf der einen Seite schön, kann aber keine Kartendarstellung machen. Dafür gibt es aber ein Head-Up-Display hier für etwa 1200 Euro Aufpreis. Das projiziert dann wirklich auch einen kleinen Kartenausschnitt in die Scheibe hinein. Ist sehr, sehr gut aufgelöst, ist ein sehr, sehr großer Bereich, der da eingezeigt wird. Macht durchaus Sinn für Leute, die gerne mit Head-Up-Displays unterwegs sind. Schauen wir uns das Ganze an. Der Monitor ist hinreichend bekannt vom Navigationssystem Professional. Der ist mittlerweile auch eine Touch-Funktion. Wir können uns die Kacheln auch, wenn wir wollen, individuell anordnen. Genau, können auch direkt drauf zugreifen, zum Beispiel hier das Navigationssystem. Wenn wir das nicht per Touch bedienen wollen, dann können wir es entweder mit der Spracheingabe machen. Fahre mich nach Ismaning in die Sophienstraße 20. So kann man dann die Navigationsziele durchaus auch schnell eingeben. Wir sehen, dass es einigermaßen ein bisschen dauert, aber wir haben es sofort übernommen. Wunderbar, so schnell geht es. Zielführung beenden. Schon ist es erledigt. Wir haben hier auch den iDrive-Controller, mit dem wir eben noch über die Direktwahltasten Media, Kommunikation, Menü, Map, Navigation, Optionen und Back sowie mit dem Touchfeld zum Einschreiben von Zieladressen. Sehr, sehr schön aufgebaut. Hier übrigens in der Mittelkonsole, das können wir uns auch kurz anschauen. Wir haben hier den Automatik-Stick für die 8-Gang-Automatik. ESP bzw. Traktionskontrolle deaktivieren. Hier der Fahrerlebnisschalter mit Sport, Komfort, Eco Pro und Adaptive. Wir haben adaptive Dämpfer verbaut. Wir haben die Einparkhilfe hier verbaut mit einem Parkassistenten optional. Dann die Bergabfahrhilfe ist hier ebenfalls vorhanden. Das ist eigentlich ganz schön, aber dieses Plastik biegt sich hier so ein bisschen, was mir nicht so gefällt. Die elektronische Parkbremse verfügt auch über eine Auto-Hold-Funktion. Wir haben zudem hier eine große Mittelarmlehne verbaut, optional öffnbar, da ist eine USB-Schnittstelle auch drinnen. Groß, leider nicht ganz klapperfrei, weil es nicht mit Filz oder irgendwas ausgekleidet ist, ist auch nicht verschiebbar, ist fest hier installiert. Wir haben eine sehr, sehr schöne ambiente Beleuchtung, ich weiß nicht, ob man die sieht hier, die kann auch in verschiedenen Farben angewendet werden. Das sieht man hier sehr schön, wir haben hier eine weiße Leiste, die ebenfalls auch blau gemacht werden kann oder hier blau. Wir haben mehrere Farben zur Auswahl, ist natürlich ein bisschen Spielerei, ist aber auch sehr, sehr schön.
Hier im Innenraum, wie wir sehen, es ist genügend Platz. Nach hinten sehen wir auch ganz gut durch. Die Fensterflächen sind groß genug hier untergebracht. Das ist klar. Und deswegen würde ich jetzt sagen, Sitzheizung läuft schon. Und dann fahren wir auch mal los. Ja, wie gesagt, unter der Haube hier arbeitet der 2 Liter Vierzylinder, der altbekannt ist und mittlerweile so ziemlich in jedem Modell verfügbar ist, außer in den Luxusmodellen. Aber selbst ein 620D wird wahrscheinlich erscheinen. Jetzt hat er hier in seiner aktuellsten Ausbaustufe, ist natürlich Euro 6D Temp zertifiziert und auch abgasgereinigt, das ist ganz klar. AdBlue und SCR-Technologie spielen hier mit rein, das ist ganz klar. Wir haben 190 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung. Ebenfalls an ein 8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe von ZF gekoppelt, das hervorragend schaltet. Also da kann man gar nichts anderes sagen. Die Schaltgänge sind super weich, sind nicht spürbar. Im Sportmodus wird angenehm schnell und auch sonst fast zugkraftfrei die Gänge gewechselt. Der Motor an sich macht einen guten Eindruck. Die zwei Turbolader, die hier für die Kraft sorgen, ja, die schieben auch ordentlich an. Er hat so eine kleine Anfahrschwäche unterhalb von 1500 Umdrehungen, aber das ist mittlerweile echt nicht mehr nennenswert, weil das merkt man kaum, weil der Wandler das perfekt kaschiert. Also das fehlt sich nicht. Das Klangbild vom Diesel ist sehr, sehr angenehm. Er ist im Warmlauf tatsächlich deutlich zu hören als Diesel. Zudem jaulen ein bisschen die Turbolader bei leichter Last. Der ein oder andere mag diesen Klang, der ein oder andere hat da ein bisschen Angst auf irgendwelche Defekte, aber das braucht man hier auf alle Fälle nicht haben. Verbrauchstechnisch muss ich leider sagen, hat er mir überhaupt nicht so zugesagt, wie ich es mir vorgestellt hätte. Ich liege zwar jetzt bei 7,3 Litern nach rund 3000 gefahrener Kilometer. Wer ihn allerdings häufig auf der Autobahn einsetzt, wie ich ihn hier größtenteils eingesetzt habe auf meiner Distanz, dann liegt man gut und gerne bei 8 Litern und das ohne, dass ich hier wirklich über 160 gefahren bin, sondern meist eigentlich nur 140, was ich jetzt durchaus recht viel finde. Ebenfalls fällt auf beim Fahrwerk, der X3 möchte so ein bisschen ja verwöhnen mit Komfort und dadurch hat er ja auch jetzt adaptiv ansprechende Dämpfer. Muss allerdings sagen, dass mir das Fahrwerk insgesamt noch etwas zu straff ist für diese Fahrzeugklasse. Ich hätte mir jetzt aufgrund dessen, dass der X3 jetzt hier tatsächlich aus dem Vollen endlich mal schöpfen darf, technologisch, was die Vorgängermodelle ja, eher nicht durften, hätte ich mir hier tatsächlich fahrwerkstechnisch mehr erwartet. Selbst mit den weichen Winterrädern, die hier drauf sind, ja, wirkt der BMW durchaus ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, holperig, ein bisschen zu straff und ja, kommt auch gerne so ein bisschen, ja, so, wie soll man sagen, so ein Stuckern rein, wenn die Bodenunebenheiten zu kurz sind und er spricht da einfach ja, zu direkt an. Was wiederum für fahraktive Freunde von BMW und vor allem vom X3 ganz klar in die Karten spielt, denn der Wagen ist super fahrdynamisch aktiv. Er lässt sich hervorragend um die Ecken zirkeln, gerade wenn man jetzt auf einer kurvigen Strecke unterwegs ist. Die Lenkung bietet eine sehr, sehr gute Rückmeldung. Es gibt hier aber keine Allradlenkung wie etwa im X5. Das sollte man bedenken. Das heißt, der Wendekreis ist hier auch nochmal merklich größer. Beim Antrieb können wir jetzt noch mal ganz kurz in S schalten, geben ihm ein bisschen mehr die Sporen. Ja, also was soll ich da jetzt groß sagen? Ich bin jetzt schon viel zu schnell unterwegs leider. Man muss ganz klar sagen, der Motor zieht sehr, sehr schön, klingt auch dann ein bisschen kernig. Also mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir leider zu dem schlimmsten Part.
bevor wir jetzt auch gleich schon am Ende unseres Reviews sind, und zwar der Preis. Unser Testwagen, so wie er jetzt hier steht, und er ist noch weit von einer Vollausstattung entfernt, das muss man mal ganz klar sagen, steht bei sehr, sehr stolzen 67.550 Euro in der Liste. Ja, da sind dann rund, na, gut 20.000 Euro Extras hier verbaut worden, die man ihm so nicht unbedingt ansieht. Aber wenn man die Details jetzt einmal so ein bisschen grob durchgeht, dann lässt es erahnen, was BMW in der Aufpreispolitik so alles verlangt. Etwa 4.000 Euro für das Komplettpaket, Navigation, Vernetzung, Connected Drive Services. Das sind allein 4.000 Euro. Dann haben wir, wie gesagt, 1.300 Euro für das Head-Up-Display. Wir haben 2.700 Euro für das gesamte Assistenzpaket mit Teilautonomie, Fahren und Spurhalteassistenten. Einen Defekt muss ich euch allerdings noch erwähnen, den möchte ich euch nicht vorenthalten, den dieser X3 jetzt gerade hatte. Und zwar ist es leider so, hier im Stand vermehrt immer mehr Abgase bzw. Gerüche von verbrannten Öl, was hier in den Innenraum getragen wird. Und zwar immer tatsächlich, sobald das Fahrzeug mit laufendem Motor steht. Sehr übel. Mir persönlich hat es sehr viel Kopfschmerzen auch bereitet. Wir wissen leider wirklich nicht, woran es hängt und woran es liegt. Ich denke, der Wagen müsste hier auf alle Fälle einmal in die Werkstatt. Man wird es wahrscheinlich auch leider nicht erfahren, was es war. Ich hoffe lediglich, dass es hier ein Einzelfall ist, aber kann hier leider nicht Entwarnung geben, sondern lediglich der Transparenz halber möchte ich euch diesen Defekt nicht verschweigen. Ja, damit war es das jetzt auch von meiner Seite. Ich mache mir jetzt auch einmal den Motor aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir den Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Video so aus dem Typus gefallen hat, wenn euch der X3 gefallen hat, wenn euch die Information gefallen hat. Ansonsten schaut einfach mal rein, was sonst noch bei mir auf dem Kanal läuft. Und ich würde mich natürlich über jedes Abo freuen. Und deswegen sagt der Obi jetzt schon Tschüss und Servus.